Moin Leute, was geht ab? Heute gibt es ein neues Video von mir, obwohl eigentlich müsste ich ja sagen, es werden wahrscheinlich 3 Videos, vielleicht sogar 4, man weiß es noch nicht so genau. Und zwar habe ich ja schon vor geraumer Zeit mal gesagt, ich mache so eine Art kleines Ranking. Ranking will ich es nicht wirklich nennen, weil ich den Tabak jetzt nicht in eine bestimmte Reihenfolge stelle. Aber ich möchte euch einfach mal sagen, was so meine Lieblingsflavor sind für die Jahreszeiten, wie jetzt zum Beispiel den Sommer, den Herbst und den Winter. Daher 3 kleine Videos, wann ich jetzt mit dem Sommer anfange. Ist jetzt schon ein bisschen her, aber vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei fürs nächste Jahr. Der Sommer ist heiß und drückend und was passt besser zum Sommer als natürlich fruchtige, frische Tabaksorten? Ich habe ja ein Faible für Zitrone, Minze, Limette, Minztabaksorten, aber auch andere Tabaksorten gehören im Sommer einfach zu meinen Must-Haves. Da es viele Zitrone-Minze-Sorten auf dem Markt gibt, die ich auch schon, alle will ich nicht behaupten, aber wo ich schon den Großteil wirklich so durchgeraucht habe, fange ich erstmal an mit etwas anderem. Seit einiger Zeit ist Maridane Tabak, der auf dem Markt nicht mehr wegzudenken ist und wie ich auch schon öfters in meinen Maridane-Reviews gesagt habe, meiner Meinung nach ein Tabak wirklich von sehr hoher Qualität, sehr geiler Aromen, intensiv, lange haltbar. Alles wirklich, was ein Tabak haben muss, bringt der Maridane einfach mit. Ihr seht, ich habe jetzt mal hier schon so einen Wust an Dosen aufgebaut. Mein Favorit seit dem Sommer ist auf jeden Fall Tingeltangel. Ich hatte so, glaube ich, 4-5 Dosen Tingeltangel, dann noch die Kilodose und es ist alles ratzeputze leer. Hier habe ich jetzt noch den Tingeltangel Breeze. Tingeltangel ist eine fruchtige Zitrusmischung aus Maracuja, Passionsfrucht, Blutorange so ein bisschen und meiner Meinung nach wirklich der authentischste Grapefruit-Tabak überhaupt. Ihr habt wirklich so diese Säure habt ihr da, ihr habt das Fruchtige, das Frische noch, was diese Säure halt eben so mitbringt. Für mich wirklich mit einer der Sommertabak-Flavor überhaupt. Tingeltangel Breeze habe ich jetzt hier. Den kann ich leider nicht so empfehlen, weil die Mentholnote das Ganze einfach zu sehr dominiert und ich finde diesen Grapefruit-Flavor einfach zu sehr zurückschraubt. Daher meine Empfehlung, einfach den normalen Tingeltangel kaufen, selber zurechtmischen mit meinem Lieblingsminz-Flavor, zum Beispiel Zane-Minze, komme ich aber später zu. Wie ich es gerade erwähnt habe, ein Flavor, der natürlich im Sommer nicht fehlen darf, ist einfach wirklich die reine, pure Minze. Auch hier gibt es haufenweise Tabaksorten auf dem Markt. Viele von euch feiern den Start Now sehr. Ich habe mich mal so ein bisschen umgehört. Ich für meinen Teil finde den Start Now im Vergleich zu den Minzsorten, die ich bereits geraucht habe, relativ schwach. Und einfach, ja, also es ist, ich finde, es ist nicht das, was für mich so ein Minztabak ausmacht. Auch Masaya-Minze hatte ich daheim. Das Ganze geht jedoch mehr in so ein After Eight, in so ein so Pfefferminze, der Start Now Minze, der hat auch diese Pfefferminznote, die halt so ein bisschen immer mitschwingt. Was ich mir aber von so einem Minztabak wünsche, ist wirklich geschmacksgebende Minze, wie jetzt in so einem Mojito-Cocktail. Und da ist der Zane wirklich ganz stark. Der Zane erinnert mich so ein bisschen an die alten, ja, Alfaja-Minze, Alwaja-Minze, Alwaja-Gold-Minze von damals. Hat einen wirklich feinen Schnitt. Hat so gut wie gar keinen Anteil von dieser penetranten Pfefferminze, sondern wirklich nur geschmacksgehende Minze mit so einem Hauch Kühle, der halt eben die anderen Flavor nicht überdeckt. Daher der Zane-Minze, mein Top-Tabak zum Mischen einfach. Ich sage euch nachher auch noch, mit welchen anderen Sorten ich gemischt habe. Und der Zane-Minze wird in dieser Art Ranking auf jeden Fall öfters auftauchen. Gehen wir aber wieder weiter zurück zu den etwas fruchtigeren Sorten oder auch ausgefalleneren Flavors, was für mich diesen Sommer wirklich echt genial war. Den Flavor hatte ich oft mit, wenn ich irgendwo am See war, in meinem Italienurlaub. Und zwar ist das Ganze, Tee. Tee-Flavor, Zitrus-Tee, Oriental Chai die Richtung. Auch hier gibt es von Maridane wirklich einen Flavor, der wirklich astrein so für diese Bedürfnisse für mich einfach passt. Der Maridane, ich glaube Lemon Tea ist es, hat einfach wirklich so eine richtig intensive, doch leicht erfrischende Schwarzteenote mit so einem Hauch Zitrus,
Das Ganze geht aber mehr in so in die bittere Richtung. Dann habe ich für mich diesen Sommer auch den Chaos Lemon Tea, Citrus Tea. Gibt es ja so viele verschiedene Namen, wie es da ja, ne? Auch für mich entdeckt, das war für mich so das Pendant zu dem Maridan, wenn ich einfach mal nicht so Bock hatte auf so eine bittere Note. Dementsprechend doch eher für den Sommer passend als der Maridan, weil hier hattet ihr einfach noch eine süßere, spritzigere Zitronennote. Jetzt seit den neuesten Produktionen von Chaos gibt es den Oriental Chai. Ich denke mal so ein bisschen. Er wird den Lemon Tea ersetzen, weil man ja nicht mehr die Namen so verwenden darf, wegen diesem TPD2-Quatsch. Ne, wie ist da ja auch wahrscheinlich. Der Oriental Chai ist jetzt ein bisschen näher angelehnt an den Maridan, also auch wieder ein bisschen bitter. Dennoch für mich im Sommer so ein Tabak, der nicht fehlen darf. Auch hier habe ich dazu geneigt zu mischen, was ich im Sommer öfters tue. Und zwar habe ich auch die Tee-Flavor mit dem Zane-Minze gemischt. Und das war für mich einfach so die perfekte Mischung, wirklich aus so einem erfrischenden Tabak, einem interessanten Flavor, der auch lange bleibt, der auf der Zunge kitzelt. Und den habe ich eigentlich fast noch öfter jetzt im Urlaub zum Beispiel geraucht, als den Tingeltangel. Damit das Ganze nicht verkommt, ziehe ich natürlich nebenbei noch an der Pfeife. Hier habe ich nämlich gerade auch den Chaos Oriental Chai drin mit Zane Minze gemischt. Ist für mich demnach auch ein Tabak, der wirklich so durch die Jahreszeiten weg im Herbst geht, im Winter geht, im Frühjahr geht. Eine Sorte auch hier von Maridan, die im Sommer bei mir wirklich nicht fehlen durfte, war der Maridan Chocolate Chip. Das Ganze ist eine Schokolademinze, die wirklich sehr stark an After Eight erinnert. Trotz dieses schokoladigen Charakters hat der Tabak trotzdem für mich zum Sommer gehört. Einfach weil hier diese Menthol-Pfefferminznote eben da war. Und die Schokolade, was Interessantes war, gerade im Sommer abends, zu den Abendstunden hin, war das so ein Flavor, auf den ich wirklich nicht verzichten wollte. Und ich habe auch ein paar Italienern das Shisha-Rauchen näher gebracht. Und auch so ein kleiner, lustiger Italiener, der ist richtig abgegangen auf diesen Chocolate Chip. Ja, der Tabak war quasi der Grund dafür, dass er sich unbedingt eine Pfeife kaufen wollte mit dem Flavor. Gehört für mich auf jeden Fall zu meinen Top-Sorten. Was für mich persönlich im Sommer gar nicht geht, sind eigentlich so Flavor, ja, ich sag mal, für die ich bekannt bin, die ich eigentlich gerne rauche. Wirklich florale Sorten. Kismet-Sorten, wie ihr hier seht, ich habe noch und nöcher Kismet geraucht. Jedoch muss ich wirklich sagen, im Sommer ist Kismet Al-Kaschmir absolut gar nichts für mich. Ich konnte den ganzen Sommer über die Kismet-Sorten wirklich nicht sehen. Daher hatte ich auch im Sommer so ein kleines Tief, wo ich gesagt habe, ich hatte keinen Bock, irgendwas zu rauchen. Ich wollte wirklich nur dieses Standard-Frucht-Minze-Flavor haben. Was anderes hat mich wirklich im Sommer einfach nicht abgeholt. Und daher kommen wir jetzt, wie eben schon erwähnt, zu den Zitrone-Minze, Limette-Minze-Sorten. Hier werden jetzt viele sagen, ja, Zitrone-Minze, Limette-Minze, das ist ja nicht wirklich das Gleiche. Ich persönlich finde aber die Unterschiede zwischen den ganzen Zitrone-Minze-Flavern, die sind wirklich sehr, sehr gering. Und ob es jetzt Zitrone-Minze ist, Limette-Minze oder was auch immer der Hersteller zum Abrunden dieser Sorten reingemischt hat, für mich finde ich einfach, dass diese Sorten doch untereinander ganz stark vergleichen. Jedem von euch dürfte der Smoke Ice Lemon Lime bekannt sein. Das war ein Sommer, der gerade im, ach, den Sommer sage ich schon. Das war ein Tabak, der gerade im Sommer einen riesen Hype erfahren hat. Meiner Meinung nach auch zu Recht, weil das war einfach so ein Flavor, der wirklich sehr erfrischend war und auch gerade dieser spritzige Limettencharakter wirklich astrein durchkam. Der Smoke Ice Lemon Lime daher wirklich eine große Empfehlung von mir, war nach dem Hasso Lemon Porn wirklich so einer der wenigen Tabaksorten, die mich diesen Sommer abgeholt haben. Der Hasso Lemon Porn war vorm Smoke Ice mein Favorit, war wirklich seit langem mal wieder eine ansprechende Zitrone-Minze. Das Ganze hatte
trotzdem einen relativ hohen Minzanteil oder Mentholanteil. Smoke Eis Lemon Lime und Hasso Lemon Porn daher fast auf der gleichen Ebene. Auch hier habe ich dazu geneigt, das Ganze zu mischen, oft wirklich mit den Teesorten, um halt einfach diesen Zitruscharakter der Teesorten nochmal hervorzuholen. Oder halt eben an besonders warmen Tagen das Ganze dann mit Minze gemischt, um halt eben diesen Minzcharakter noch hervorzuholen. So könnt ihr dann wirklich noch so einzelne Komponenten aus jedem Tabak so ein bisschen hervorholen, wenn ihr halt Zitrone-Minzsorten mit Minze mischt oder eben mit Zitrone. Dann schon ein bisschen mehr zum Herbst hin, habe ich mir endlich mal den Genie Lemon Fresh gegönnt. War von diesem Tabak vom Geruch her echt überrascht. Das Ganze war für mich der einzige Tabak, den ich kenne, der wirklich geruchsmäßig an den Lemon Chill von Social Smoke rankam. Daher war ich auf diesen Tabak sehr gespannt, habe auch vieles Gutes darüber auf Facebook gelesen. Dann muss ich allerdings sagen, habe ich das Ganze geraucht. Ich vermute mal, dass es sich um eine Fehlproduktion handelt. Das Ganze war wirklich einfach eine starke Mentholbombe. Es war wirklich fast unrauchbar. Ich habe mich daraufhin mit ein paar Kollegen kurzgeschlossen. Mir wurde dann gesagt, dass dieses Problem bei den Leuten, die ich gefragt habe, eben nicht auftrat. Daher tippe ich auf eine Fehlproduktion. Als die Dose dann schon fast leer war, da ich mehrere Versuche gemacht habe, wie ich den dann jetzt nur gut bauen kann, bin ich bei dem Genie für mich beim Overpacken hängen geblieben. Und hier kam dann wirklich diese Note, die auch im Geruch durchkommt. Boah, Gott im Himmel. Die Note, die auch im Geruch durchkommt, kam so für mich am ehesten raus. Und hier muss ich sagen, das war wirklich vom Hersteller ganz stark. Das war eigentlich überhaupt der einzige Tabak, der nur annähernd in die Richtung vom Lemon Chill kam. Jedoch aufgrund der Fehlproduktion des starken Menthol-Flavors für mich leider keine Top-Sorte. Im Sommer, Herbst, so die Zeit, wo ich den geraucht habe. Was ich so ein bisschen schade fand. Ich werde aber auf jeden Fall noch eine weitere Dose davon probieren, um mich nochmal davon überzeugen, weil die Basis, die da war, war schon wirklich gut. Wie ihr im letzten Video gesehen habt, gibt es dann jetzt seit geraumer Zeit den VIP-Tabak, auch aus dem Hause Golden Pipe. Und das ist so der Zitrone-Minz-Flavor, der mir eigentlich im Sommer gefehlt hat. Weil dieser Flavor hat mich wirklich abgeholt. Und das hätte ich im Sommer von den Tabaksorten, die ich geraucht habe, erwartet. Das waren jetzt aber so die Zitrone-Minz-Flavor, die ich geraucht hatte, die mich wirklich überzeugt hatten. Zwischendurch waren auch noch wirklich welche von Zane dabei, von Alajami, von Start Now, die mich aber alle nicht abgeholt haben und meines Erachtens auch nicht wirklich gut waren. Und das waren, ja, was ich mir einfach erhofft hatte, weil früher, wie ich es schon so oft erwähnt habe, Adalia Greenland Mint für mich einfach die Mutter der Sommertabaksorten schlechthin. Und der VIP ist der einzige, der für mich jetzt da auf jeden Fall rankommt. Dem Genie gebe ich noch eine Chance. Er hat auf jeden Fall noch die Möglichkeit, vielleicht auch ranzukommen. Das war es jetzt aber erstmal mit den Zitrone-Minze-Sorten. Ein Flavor, der so ein bisschen in den Sommer passt, jedoch eigentlich eher im Herbst, war der Freestyle Blue Mountain. Den werde ich aber nachher im Herbstvideo quasi ansprechen. Ein weiterer Tabak, der im Sommer auch immer ganz gut kommt, den meine Freundin jetzt gerne raucht, ist auch von VIP, der Cool Cracker. Ist im Grunde eine Art Cola-Kracher-Sorte. Der Kollege Zipfel hat den auch reviewed. Durch diesen Cola-Charakter bringt das Ganze natürlich auch eine natürliche Frische irgendwie mit. Prickeln auf der Zunge, so als wenn ihr halt an Heißtagen eine Cola mit Eis trinkt. Und somit auch einfach wirklich ein Tabak, der mir im Sommer gefehlt hat. Gibt es aber leider erst seit kurzem. Daher wird er wahrscheinlich erst nächstes Jahr für mich im Sommer so richtig relevant sein, beziehungsweise da wird er sich erst so richtig zeigen, was dieser Tabak dann im Sommer für mich persönlich kann. Das war es so mit meinen Top-Flavors jetzt im Sommer. Eine kleine Empfehlung von mir ist noch, ich habe mir im Sommer eine Eisbazooka geholt. Mit einem großen Kühlpad drin, nicht diese kleinen Quatschdinger da drin. Viele von euch sagen, das habe ich auch selber festgestellt, dass die Eisbazooka Geschmack schluckt.
Das ist in der Tat so. Jedoch, wo ich in Italien Urlaub war, da hatten wir es teilweise 38 Grad. Muss ich ganz ehrlich sagen, da scheiße ich dann so ein bisschen auf irgendwelche Nuancen im Tabak. Sondern da war das wirklich einfach nur Mittel zum Zweck, dass man trotz dieses warmen Wetters noch rauchen kann. Daher guckt einfach mal, ob ihr nächstes Jahr im Sommer günstig einfach so ein Ding schießen könnt. Nichtsdestotrotz, das war es erstmal mit meinen Top-Sorten im Sommer. Wie es weitergeht mit dem Herbst, erfahrt ihr dann im nächsten Video. Es war mir auf jeden Fall wieder eine Ehre, für euch ein Video gemacht zu haben. Bis dahin, haltet die Ohren steif, Freunde, und guten Rauch.